Herzlich willkommen zurück bei Beyond Good and Evil. Wir sind gerade beschäftigt mit der Flucht aus den Schlachthäusern. Und hier sind wir wieder in Hillies und es ist uns erstmal ganz gut gelungen hier. Und jetzt müssen wir in die Akuda Bar und wir bekommen eine Nachricht. Ha, Jade, falls es dich interessiert, ich habe eine neue Perle als Spieleinsatz. Aber die wirst du nicht bekommen. Ich übe Tag und Nacht. Du bekommst keinen Puck auf meine Seite. Wow, und ein Smiley hinten dran. Dieser Francis, dem haben wir ja vorhin bei diesem Tischhockey, die Perle abgeluchst. Oh! Oje, oje. Ah! Ha, Volltreffer. Dieses Domsmonster. Aha. Au, oh, der setzt uns aber auch ganz gut. Ach, der hat doch gar keine Chance gegen uns. Falsch. Oh, das war eine Domsmine. Flieg, kleine Raupe. Wir müssen es bloß hier von diesen... Ah. Ha, habe ich nicht erledigt. Eine Perle. So, Perle Nummer 14. Ich glaube, für die nächste Geschichte brauchen wir 20 Perlen. Und wir werden jetzt mal unseren Hovercraft hier vollständig reparieren. Das ist ein SOD-Set. Ha! Das ist schon cool gemacht. So. Und ich würde sagen, fahren wir dann mal in die Stadt. Oder sollen wir mal wieder in unseren Leuchtturm gucken eigentlich? Wo sind die überhaupt? Da ist die Mamagu-Garage. Oh, bin etwas orientierungslos. Da ist unser Leuchtturm. Denn wir wollten ja... oh Mann, da hinten ist ein... Den haben wir, glaube ich, schon, diesen fliegenden Mantarochen, gell? Ja, haben wir schon fotografiert. Unser Onkel Page hatte uns ja gesagt, dass er die Beluga bei uns zu Hause im Leuchtturm versteckt hat. Nein, das brauchen wir zurzeit nicht. Ja, sag doch gleich, dass ich die falsche Taste gedrückt habe. Und wir müssen da in jede Konsole einen Code eingeben. Jetzt schauen wir mal ganz kurz hier. Nämlich haben wir seine Schuhe. Und ich will jetzt eigentlich nur diese Schuhe mal angucken. Und da sehen wir schon, da haben wir zwei Codes. Und auf dieser M-Disk war ja deutlich zu sehen, dass diese Tafel hier irgendwie eine Rolle spielt. Also, benutzen. Ah, halt, jetzt brauchen wir den Code. Jetzt brauchen wir den Code. Ah, welchen nehmen wir da? G5N9, versuchen wir mal den als erstes. G5N9. G5N9. Oh, das war der falsche Code. Nochmal. Ah, nein. Dann müssen wir B7H7 nehmen. B7H5 nehmen. B7.
7H5. Bestätigen. Das hat gut. Hat sich gut angehört. Dann müssen wir jetzt aber die zweite Konsole finden, denn wir haben ja einen zweiten Code. Hier ist keine Konsole. Dann vermute ich mal, müssen wir in den Leuchtturm. Hey, Wuff! Schön, dich wiederzusehen, Wuff. Was ich jetzt auch noch machen möchte, ist, ich möchte noch mal gucken. Tiere. Gibt es hier angeblich keine mehr? Perlen, Entschuldigung. Perlen gibt es keine mehr. Und Tiere. Haben wir hier noch einen? Und, ach ja, genau, oben auf dem Leuchtturm haben wir noch einen. Aber da links sei auch noch ein Tier, haben die behauptet. Ah, aber ich habe irgendwie so ganz, ganz vage in Erinnerung, dass dieses Tier hier irgendwie nur nachts fotografiert werden kann. Versuchen wir es mal nachher, wenn die Sonne wahrscheinlich wieder mal untergeht. Ja, also dann tue ich rennen, wenn du es mir so oft einblendest. Ach, dieser Admiral Keck, General Keck. So. Wo ist diese zweite Konsole nochmal gewesen? Wo ist diese Konsole? Im Bad wahrscheinlich nicht. Da, da ist sie. So. Nochmal kurz irgendwas mit G, ich weiß, aber G5N9. Ups. G. Hast du? Jetzt. G5N9. Ha! Okay. Jetzt hätte ich mir erwartet. Oh, der Double H ist auch nicht da bei uns. Dass ich irgendwo. Ha, gehen wir mal auf den Ausguck. Zum einen, um zu schauen, ob wir irgendwas sehen. Nö. Zum anderen war da oben ja noch irgendwas, was man fotografieren konnte. So, das geht aus dieser Perspektive nun definitiv nicht. Ah, vielleicht dann. Vielleicht muss ich dafür den Schild aktivieren, damit das ansatzweise mal geht. Machen wir das mal, aktivieren wir mal den Schild. Den Schutzschild, der ja am Anfang vom Spiel uns partout nicht helfen wollte. Perfekt, Miss Jade. Jetzt können wir die Hangartür öffnen. Jetzt können wir die Hangartür öffnen. Das ist ja interessant, dass du das weißt, Double H. Genau, der Schild aktiviert. Ja, nachdem wir jetzt Geld haben ohne Ende. Über 20.000 funktioniert das Schild natürlich. Und im Eiltempo wieder aufs Dach. Genau das da oben will ich fotografieren. Das da oben will ich fotografieren, wie auch immer es sich nennt. Irgendwann. Nicht die Seemöwe. Ha, ha, komm, kommst du? Ha, knapp. Muss ich warten, bis er das nächste Mal vorbeikommt.
Das konnten wir beim ersten Mal nicht fotografieren, weil wir da den Zoom nicht hatten, dieses Zoom-Objektiv nicht hatten. Aber jetzt haben wir es. Ein Lutra erecta. Ein zweibeiniger Otter? Unglaublich. Aha, Lutra erecta ist ein zweibeiniger Otter. Sehr interessant. So, dann haben wir nur noch dieses eine Tier da unten hier im Leuchtturm. Und das geht eben, wie ich vermute, nur bei Nacht. Das werden wir aber auch noch erforschen. Und ansonsten werden wir die Hangartür öffnen. Aber da schauen wir jetzt erstmal hin. Hier müsste das ja irgendwo sein. Da habe ich irgendeine ganz... Also du bist es nicht. Genau, aber dich haben wir schon fotografiert. Aber definitiv, ich schaue hier bereits in die richtige Ecke. Aber hier ist nichts. Geht jetzt hier zufällig gerade die Sonne irgendwie unter? Ja, das sieht ganz nach Sonnenuntergang aus. Spendieren wir mal die paar Sekunden und warten hier mal, bis es Nacht geworden ist. Auf Hillis. Nochmal zur Sicherheit. Nicht, dass ich irgendwelche Phantomtiere jage. Nein, ich stehe mitten davor. Das ist natürlich auch eigentlich eine coole Idee, die Tageszeit mit einzubauen. Double H, wir müssen dieses Massaker stoppen. Das stimmt, Miss Jade. Aber es ist zu gefährlich. Wir müssen zu Iris zurück und das Team informieren. Hier ist was. Lampyris campestris. Luziolen. Wunderbar. Luziolen klingt aber auch sympathischer als dieser lateinische Name. Genau, das ist doch schön. So, jetzt öffnen wir mal die Hangartür. Ich glaube, das haben wir uns jetzt einfach verdient. Hangar. Ich vermute mal, die Hangartür ist irgendwo im Hangar. Aber wo? Vielleicht ist es dieser große rote Knopf hier. Wow, was für ein Grummeln. Hinter der Felswand versteckt. Ha! Das ist die 20 Jahre. Beluga. Paige, du hast all das 20 Jahre lang vor mir geheim gehalten. Er tat es ganz sicher nur, um sie zu beschützen. Tja, die Beluga. Was haben wir hier? Beluga Check-up Disk. Okay, die brauchen wir. Was ist das? Bravo, Jake. Flugstabilisator. Genau. Die Beluga. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal in der nächsten Folge die Disc an, die uns unser Onkel Paige hinterlassen hat. Und dann erfahren wir auch höchstwahrscheinlich, was wir tun müssen, um die Beluga wieder flugfähig zu bekommen. Also, bis dann. Ciao.